Ja, herzlich willkommen hier zu Montagskohle, ein Format, das ich am Anfang dieses Kanals mal aufgesetzt habe, aber dann ziemlich vernachlässigt habe, leider. Es geht hier nur ums Kohlezeichnen, es ist ziemlich ein freies Format. Ich setze ein Bild um, also ich habe eine Vorlage und ich zeichne diese nach in Kohle. Ich schaue mal, wie das funktioniert, wie das überhaupt ankommt, ob das Anklang findet bei euch. Dieses Mal ist es dieses Bild hier. Ich finde die Aufnahme sehr speziell und sehr spannend. Ja, ich habe ja ein Video gemacht kürzlich über die 4-Gedanken-Checkliste für eine Zeichnung. Also wie du eine Zeichnung angehen solltest, bevor du überhaupt den Stift aufs Papier setzt. Die 4 Gedankengänge und das mache ich hier genau gleich. Und ich beginne hier mit der Beobachtung. Also was sehe ich? Wie ist es aufgebaut? Wie ist es strukturiert? Wie kann ich das überhaupt auf mein Blatt setzen? Muss ich das Ganze zeichnen? Muss man ja nicht. Aber mache ich einen Ausschnitt oder gebe ich dem Bild ein bisschen mehr Raum auf dem Blatt und so weiter. Der zweite Punkt ist dann die Betonung. Also was möchte ich im Bild betonen, was möchte ich akzentuieren? Ist es hier vielleicht das Gesicht oder sind es die Raben oder ist es alles ein bisschen? Das dritte wäre dann die Umsetzung. Ja, bei uns ist das ganz klar, es ist Kohle, vielleicht noch ein bisschen Farbe dazu. Und ich will ziemlich frei sein, ziemlich spontan. Genau, und die vierte ist natürlich der Anfang. Wo fange ich an und wie gehe ich dann später im Prozess weiter in der Zeichnung? Wie lang das gehen wird, weiß ich nicht. Vielleicht eine Viertelstunde, vielleicht 10 Minuten, vielleicht länger als eine halbe Stunde möchte ich nicht. Ich beginne sehr, sehr grob hier mit einer Fläche. Der Kopf, hier die Raben. Ich nehme es mal ab, sind irgendwie Raben oder kleine Krähen, ich weiß es nicht. Vielleicht sind es auch bunte Vögel, aber ich sehe ja die Farbe nicht. Es ist auf jeden Fall dunkel. Und wie gesagt, die Vorlage ist wirklich eine Vorlage, eine Empfehlung. Das ist kein Gesetz, dass ich das so umsetzen muss. Ich kann das wirklich frei interpretieren. Das ist noch wichtig bei jeder Vorlage, die ihr habt. Ihr könnt daraus machen, was ihr wollt. Das muss nicht 1:1 kopiert sein. Also hier kann ich den Kopf größer machen, die Vögel kleiner, vielleicht die Hände größer, also bestimmte Charakteristika betonen und verstärken. Ich kann auch die Formen ein bisschen so abdrehen. Mal schauen, was es da gibt. Und ich merke jetzt schon, ich würde viel lieber noch größer zeichnen, aber ich habe den Platz hier nicht. Vielleicht dann das nächste Mal auf der Staffelei, mal schauen. Es ist halt anders, wenn man stehend zeichnet, so wie ich jetzt, oder wenn man sitzend zeichnet. Da ist natürlich die ganze Bewegung ganz anders. Du hast immer die ganze Übersicht, was auch ein sehr großer Vorteil ist bei der Zeichnung. So, hier die Kette, schon das Gesicht. Die Haare gehen ziemlich weit nach oben, die kann ich vielleicht auch noch betonen, also abfälschen. Ich finde das Gesicht sehr schön. Und der Kontrast ist auch sehr stark in der Zeichnung, also das Gesicht, die Haare, die Vögel sind ja fast schon schwarz bzw. dunkelgrau und der Rest ist wie weiß. Also das ist auch noch markant und dieses möchte ich auch ein bisschen umsetzen, dass es auch so bleibt. Also ich möchte das Gesicht nicht hell zeichnen. Und ich mache das jetzt suchend mit so freien Suchstrichen quer durch die Gegend hier. Ich merke hier, die Haare kann ich locker abschneiden, ich brauche da nicht so viel. Das Gesicht muss noch ein bisschen weiter nach oben. So, ich denke, das ist gut. Dann haben wir hier das Hemd und die Schultern, die darunter gehen. Und hier haben wir schon den ersten Vogel. Ich werde nicht zu groß Details zeichnen, sondern es geht mehr um die Dynamik, um die Ästhetik des Bildes. Nicht um etwas genau zu sagen, sondern einfach die Stimmung zu vermitteln. Oder eine eigene Stimmung da rein zu interpretieren und diese auch zu zeigen. Vielleicht ein bisschen Mystik, ein bisschen so das Surreale dieser Situation. Ist ja nicht alltäglich, dass da 3 Vögel auf deinen Händen landen. So, Schnabel 1, Schnabel 2.
Wie gesagt, ich suche das jetzt hier mit so Suchstrichen. Man könnte sich das zum Beispiel auch anders überlegen, dass man da vielleicht Merkpunkte setzt. Also hier sind vielleicht die Schultern, so. Einfach so ein bisschen so Eckpunkte, Eckstriche. Und vielleicht das hier, dass man so grob die Übersicht einfasst, die Zeichnung ins Bild einfasst und dann sich langsam dann von außen nach innen da reinzeichnet. Also nicht mit irgendwelchen Details beginnen, sondern von oben nach unten bzw. von außen nach innen sich langsam zu den Details hinbegeben. Und ich merke jetzt, die Vögel müssen ganz viel, viel kleiner sein, was ich schade finde. Aber sonst ist die Aussage nicht die richtige. Und wenn ich dann zufrieden bin mit der Positionierung von allem, ich denke, langsam komme ich jetzt dazu, kann ich dann langsam in die Details reingehen. Hier noch die Hand, die finde ich sehr, sehr stark, die Hände. So, die fünf Finger, ungefähr so ist die eine Hand. Genau. Dann die zweite Hand hier. Ja, ich zeichne sehr gern Hände, weil das ist so, nach dem Gesicht ist das das zweitwichtigste, um eine Stimmung, um die Ästhetik oder um die Beschaffenheit der Figur zu vermitteln. Sind es knochige Hände, sind es dicke, dünne, lange, kurze, faltige. Da ist ganz viel Charakter drin und da kann man wirklich, die Hände erzählen sowieso Geschichte. Und das ist zumindest mitunter das Wichtigste jetzt für mich, nebst dem Gesicht, an Dramaturgie und Charakter dem Bild mitzugeben. Klar, Hände sind schwierig, aber es genügt ja, wenn man mehr oder weniger richtig hinschaut und grob die Proportionen erfasst. Und dann kann man immer noch abändern, also man kann die Knöchel vielleicht dicker zeichnen oder einzelne Fingerglieder vielleicht länger, was halt die Hände einem sagen ab der Vorlage. Ich habe die Zeichnung genau die gleiche Vorlage, aber auch digital umgesetzt. Und das ist schon ein anderer Unterschied dort. Also nicht nur, weil man schneller korrigieren kann, aber weil ich dort Pinsel habe, die mir entgegenkommen, oder die ich so erstellt habe, dass sie mir entgegenkommen im Zeichenprozess oder in der Handhabung. Das ist schon ein großer Unterschied, mit was für Materialien, also mit was für Werkzeugen man zeichnet. Ich hatte früher mal Lieblingspinsel, die waren richtig zerfranst. Und mit denen könnte ich wirklich so spannende Umrisse zeichnen oder Strukturen zeichnen. Und jetzt habe ich die nicht mehr, keine Ahnung. Und die ich habe, die sind einfach nicht mehr so authentisch oder nicht mehr so spannend. Und das ist noch schade. Und so extra kaputt machen, schwierig. Die waren schon vom jahrelangen Einsatz abgewetzt und richtig so verschlissen. Und einfach ganz toll. Aber ja, die habe ich nicht mehr. Ebenso wie Werkzeuge machen einen extremen Unterschied aus, wie dann das Bild schlussendlich wirkt. Also nicht nur die eigene Fähigkeit, die Darstellung, Bildkomposition etc., sondern effektiv auch mit was man zeichnet und wie man diese Sachen einsetzt. Da kann man schon die Struktur der Federn ein bisschen aufnehmen in diese Schattierung. Ist nicht so einfach mit dieser Kohle, aber irgendwie geht es ein bisschen schon. Ist auch ein dankbares Motiv, Vögel und Tiere. Die sind ja nicht so 0815 von den Proportionen. Man kann nicht sagen, ja, das ist falsch, der Körper ist zu kurz, zu lang. Die sind ja so unterschiedlich, dass man da leicht abfälschen kann und es fällt eigentlich nicht auf. Ja.
Okay, ich glaube, es ist Zeit für die Farbe. Mal schauen, was das bringt. Vielleicht verhaut es mir die ganze Zeichnung. Was ich möchte, wie ich am Anfang gesagt habe, den Hintergrund ein bisschen akzentuieren, dass der nicht so weiß bleibt, dass die Figur effektiv aus dem Blatt hervorspringt. Nicht zu toll, aber ein bisschen. Mal schauen. Dabei bleibe ich effektiv sehr grob, weil das Papier ist sehr, sehr dünn. Und das, mit dem erspare ich mich, die Umrisse der Figur zu zeichnen. Also wirklich, wo ist das Hemd hier zum Beispiel? Das hat ja wie keinen Umriss. Ja, wie gesagt, wenn da Fehler passieren, Fehler gibt es ja nicht, aber so, wenn da so kleine Zufälle passieren, einfach sein lassen und weiterzeichnen. Meistens merkt man das ja gar nicht mehr später, wenn man dann einen Tag später drauf schaut, sieht man keine Fehler mehr, sondern einfach spannende Striche und eine spannende Entwicklung. Und die das dann zum ersten Mal sehen, die finden das manchmal toll, weil da haben sie dann mehr zum Schauen und zum Entdecken. Also nicht alles korrigieren, auf jeden Fall, sondern einfach spontan bleiben und wenn es wirklich nichts geworden ist, dann halt neu ansetzen, wenn man das kann, wenn es eine Skizze ist. Wenn du ein Bild dran bist, dann geniere dich nicht, da wirklich zu korrigieren und eventuell ganze Bereiche sogar neu zu zeichnen oder neu zu malen. Also da kann man sich dann ruhig vom eigenen Bild lösen und sich ein bisschen da mutiger verhalten in der Korrektur oder in der Abänderung. Okay, ich glaube, das genügt, bis das trocken ist. Ich zeichne ja nicht in die Farbe rein, das lasse ich mal sein. Aber so, da kann ich jetzt mal weitergehen. Es kann auch sein, dass diese Montagskohle hier völlig nicht hinhaut. I don't know. Ich habe jetzt mich nicht unbedingt groß vorbereitet, also ich habe jetzt nicht vorskizziert oder irgendwie aufgewärmt. Ich habe heute ein bisschen gezeichnet, aber jetzt nicht so toll, dass ich sagen könnte, ja, ich bin ready für das. Also das nicht. Ich habe jetzt einen Arbeitstag hinter mir und abends mache ich dann die Videos und dann kann ich, also habe ich nur die effektiv verfügbare Energie oder den Mut da, das zu zeichnen, was halt herauskommt. Wenn mehr nicht geht, dann geht halt nicht mehr. Ja, wenn ich analog zeichne, dann zeichne ich lieber größer. Und wenn ich digital unterwegs bin, da geht es auch kleiner, weil da kann ich da reinzoomen. Und da habe ich dann meine gewisse Größe. Aber ich zeichne ja fast 100% auf dem iPad. Früher noch mit einem Grafiktablett. Aber da ich unterwegs bin und pendle, ist es mit dem iPad viel einfacher. Und ja, da bin ich dann viel flexibler. Und mit dem Grafiktablett bist du wirklich an einen Ort gebunden. Und das bin ich schon analog, das genügt mir dann. Da muss ich nicht noch digital an einem Ort fixiert sein. Es ist wunderschön, das Spiel der Federn der Vögel hier. Glaube ich, schön arrangiert.
Ich sollte sowieso mehr Tiere zeichnen. Da bin ich jetzt überhaupt nicht zu Hause. Dass man sich da ein bisschen so ein gewisses Archiv erzeichnet und im Kopf behält und dann je nach Aufgabe abrufen kann. Weil man weiß ja, wie ein Elefant aussieht, aber effektiv, wo du die Ohren ansetzt oder wo der Rüssel anfängt, wie das unten aussieht, das Maul, keine Ahnung. Ich müsste dann suchen und es wäre sowieso falsch. Also da ging es nur nach Vorlage. Bei Menschen, bei Händen, da geht es jetzt so viel gezeichnet, dass ich da relativ gut aus dem Kopf das zeichnen könnte. Auch gewisse Situationen, Architektur oder aus den Comics auch. Das geht dann schon gut. Je mehr man zeichnet, desto größer ist dann dein Archiv, dein Zeichnungsarchiv, das du dann vielleicht abrufen kannst. Und du lernst dann auch Sachen kennen für bereits Bekanntes. Du kannst dann auch das ganze Wissen dementsprechend applizieren auf, oder abändern auf bestehendes Material, bestehende Bilder oder Bildinhalte, die du favorisierst. Bei den Gesichtern, also bei den Köpfen der Vögel. Und das ist auch, wo das Auge ist. Ups. Das sind so die Sachen, die, wo man hinschaut und wenn man die verkackt, sage ich mal, und dann ist viel von der Zeichnung dann schon verloren. Das ist auch beim Gesicht so. Man muss auch die Augenpartie, die Nase, den Mund relativ gut hinbekommen. Und dann stimmt die Figur oder die Büste oder das Porträt stimmt dann schon. Den Rest kann man andeuten. Darum zeichnen viele, wenn sie realistisch oder naturalistisch zeichnen, die Augen zuerst, weil wenn die stimmen, dann hast du die Zeichnung wie auf sicher. Das gleiche hier bei den Vögeln. Ich will hier den Ausdruck in den Gesichtern, also in den Köpfen, relativ korrekt hinbekommen. Und einfach die Anmutung, die sie haben. Ja, es darf ruhig schmuddelig und so roh bleiben, das gefällt mir. Und solche Zeichnungen, wie ich sie jetzt mache, sind oft Vorbereitungen für ein größeres Gemälde oder für eine größere Illustration. Da habe ich mal ein bisschen ein Gefühl bekommen für die Dynamik des Bildes und wie es überhaupt wirkt, wie es auch größer wirkt oder wie man schlussendlich selber mit dem klarkommt. So. Mal schauen, ob ich dann das Video heute noch hinbekomme und schneiden kann. Okay, die Hände, die deute ich ein bisschen an, nicht, dass sie da in Konkurrenz treten mit den Vögeln. Auch hier die Falten, die mache ich irgendwie ein bisschen so, dass man denkt, ah, das ist ein großer Faltenwurf hier beim Ellbogen. So, mal zum Gesicht. Ja. Und das Schöne bei Kohle kann man immer noch ein bisschen wegwischen, statt wegrubbeln. Und dann neu ansetzen oder besser ansetzen. Ich muss schauen, wie ich dann das später mache, ob ich da effektiv live zu der Zeichnung spreche, so wie jetzt, oder dann anschließend etwas darüber erzähle, über die Zeichnung, weil Zeichnen und dabei reden ist so weder noch. Und so kann ich ein bisschen Gedanken klarer fassen, aber es braucht dann natürlich mehr Aufwand und Zeit und ich will ja spontan und
ja, intuitiv bleiben und ziemlich schnell, rasch zeichnen. Da wenig Zeit nicht verlieren, aber nicht investieren in diese Zeichnung. Es soll etwas Einfaches bleiben. Und darum, aber ich denke, mit der Zeit wird das vielleicht so besser sein, wenn ich dann gleichzeitig zeichne und dabei auch zu euch spreche. Mal schauen. Das ist ein cooles Bild. Ich würde das am liebsten in verschiedenen Formaten oder in verschiedenen Stilen umsetzen. Auch mal mit Tusche. Und dann natürlich kleiner. Nicht so das große Format hier. Und mit Tusche würde ich dann natürlich nicht korrigieren können. Dann würde ich da effektiv auch langsamer zeichnen und ein bisschen nicht meditativer, aber so ein bisschen stiller. Mal schauen, ob das jetzt für das Montagskohle-Format so eine Variante wäre. So, hier habe ich es ein bisschen versaut mit den Händen. Tant pis. Schwierig mit der Kohle hier irgendwelche Details hinzubekommen, aber das ist ja das Gute an der Kohle, dass man das nicht unbedingt kann. Das ist einen zwingt, da wirklich grob zu bleiben. Das mag ich auch an diesem Werkzeug. So, jetzt ist die Farbe auch getrocknet, das ist sehr gut, kann ich drüber zeichnen. Ich lasse das jetzt mal so sein, ich will das nicht tot zeichnen. Ich könnte noch ein bisschen da und hier und dort, aber es soll ja spontan bleiben und einfach. Das nächste Mal wird es besser, versprochen. Ich bin so lala zufrieden. Ja. Okay, das war's. Vielleicht, ja, schreibt mir gerne in den Kommentaren, ob die Montagskohle, das Format der Montagskohle etwas ist. Ansonsten gerne ein Däumchen nach oben da. Ihr kennt das ja. Danke fürs Zuschauen. Vielleicht bis nächsten Montag auf jeden Fall. Mach's gut, auf bald, bye bye.